Man sagt, in Peru wird man als junger Mann lieber kochen anstatt Fußballstar. Also die werden dann extrem wie Stars oder Celebrities behandelt, die das Land repräsentieren oder dann auch außerhalb von Peru die Küche bekannt machen. Da ist ein enormer Stolz dahinter. Hallo zusammen, ich bin Christina Tobler. Ich bin Gastronomin, 27, und das ist meine Geschichte. Es dreht sich sehr vieles im Leben ums Essen in Peru. Die Peruaner essen enorm gern, viel und schwätzen dann im Nachhinein drüber. Sobald man es ein bisschen näher kennenlernt, sieht man, dass es enorm facettenreich ist. Hängt natürlich mit der Klimazone in Peru zusammen, dass man Wüste hat, Berge, Dschungel und Küste und so. Halt dann auch, sich das in der Küche widerspiegelt. Was für mich die peruanische Küche ausmacht und auch so Besonderes macht, ist vor allem die Vielseitigkeit von der Küche. Wir versuchen das auch ein bisschen widerspiegeln in den Menükarten. Wir haben es darum in verschiedene Regionen aufgeteilt. So haben wir zum Beispiel Cholitos mit Gericht aus den Bergen, wo wir Teller haben, wo wir zum Beispiel mit Quinoa spielen, wildem Koriander. Oyuco, eine Wurzel aus Peru, ganz eine typische, die in den Bergen vorkommt. Also haben wir zum Beispiel ein ganz veganes Gericht kreiert, das extrem gut ankommt, auch bei Leuten, die jetzt nicht vegan sind. Dann haben wir aber auch Klassiker aus der Stadt, also ein bisschen mehr Streetfood-Gerichte, die wir auf unsere ganz eigene Art und Weise interpretiert haben. Das heisst zum Beispiel der Schweinebauch, Chicharrón Andino nennen wir ihn. Kommt im Peru eigentlich eher vor als frittierter Schweinebauch mit einem Maiskolben. Wir machen den Schweinebauch 16 Stunden zu weit und machen das ein Maispüree aus dem Mais, das man sonst einmal dazu gibt. Und haben so ein ganz feines Gericht kreiert, beziehungsweise den Jose. Dann haben wir noch beim Dessert, auch dort versuchen wir peruanische Sachen von überall von Peru einbringen. Heisst, zum Beispiel auch dort kommt Quinoa vor, etwas, was jetzt vielleicht weniger typisch ist, wo man jetzt vielleicht denkt, beim Dessert. Wir haben aber so unsere eigene Interpretation gemacht vom Milchreis und haben dort Quinoa statt Reis gebraucht, Kokosmilch statt normaler Milch und einen frischen Maracuja-Schaum obendrauf. Und versuchen so eigentlich von allen Regionen, von allen Bereichen von Peru eine möglichst spannende Karte zu kreieren, die dann auch stets wechselt. La cocina peruana para mí es tiene que ver mucho con mis raíces. Dice mucho de mi recuerdo de niñez, de sabores, de olores, de recuerdos de infancia. Y también la cocina peruana tiene que ver mucho con la fusión que he tenido a lo largo de muchos años, ya que se ha visto influenciada por tanto las cocinas como la japonesa, china, italiana, española, así como muchas otras. Y es lo que hace la cocina peruana tan especial, lo que es hoy. Esa mezcla de sabores, porque pensar en comida peruana es no solamente pensar en sabores ácidos, picantes, frescos, intensos, tan ricas y tan comparables como otras cocinas. Hay en el mundo cocinas tan interesantes como la mexicana, de igual manera, japonesa, italiana, española. Y yo creo que la cocina peruana también tiene ese punto, ese valor para poder mostrar a día de hoy, aquí en Suiza. Meine Mama ist Peruanerin, mein Papa ist Schweizer. Ich bin aber hier gross geworden, habe also ein bisschen beide Teile in mir. Ich habe Wirtschaft studiert, hier in Zürich, habe den Bachelor gemacht. Ich habe ein bisschen einen anderen Hintergrund als klassische Gastronomen, wenn man es so sagen kann.
Ich habe meine Bachelorarbeit damals geschrieben über ein peruanisches Restaurant, ein Businessmodell geschrieben. Ein bisschen aufgezeigt, recht theoretisch, wieso es funktioniert und wieso es Potenzial könnte haben auf dem Markt. Mein erster Job nach dem Studium war in einem Gastro-Startup. Es war eine Salatbar, die kurz vor der Expansion gestanden ist. Und sie haben da ein junges Team zusammengestellt. Ich bin fürs Marketing eingestellt worden. Ich habe gefunden, es ist ein Thema, das ich spannend finde. Es ist lustig, es war dort, wo ich Alex kennengelernt habe. Er hat mich eingestellt. Christina und ich kennen uns von unserer gemeinsamen Zeit in der Gärtnerei. Damals war sie meine erste Mitarbeiterin. Hat sich im Bewerbungsgespräch geoutet, dass sie trotz eines Abschlusses in Betriebswirtschaftslehre gerne langfristig in der peruanischen Gastronomie arbeiten möchte. Mein Plan war nicht, ein Restaurant zu machen, das die ganzen Klischees erfüllt. Also ich wollte keine Bilder an der Wand von Machu Picchu oder der Panflöte, Lama-Deko, sondern habe gefunden, ich mache etwas, das eine breitere Zielgruppe anspricht, das ein bisschen mehr auch mich selber repräsentiert. Peru im Kern, aber doch ein bisschen auf eine urbane, junge, frische Art und Weise. Ja, der erste Schritt war, ein Gründerteam zusammenzustellen. Ein Gründerteam, das verhebt, wo man nicht alle die gleichen Stärken haben, sondern muss sich halt perfekt ergänzt. Und das haben wir gefunden, indem ich so ein Passion mitgebracht habe. Alex hat Strukturierte mitgebracht, hat sich um die ganze Finanzierung gekümmert. Wir haben seine Frau, die Amor, die sich um das ganze Marketing gekümmert hat. Und den Igor als 40-gründiges Mitglied. Den Küchenchef, den Jose, habe ich via LinkedIn kennengelernt. Er hat damals in einem Restaurant in London gearbeitet, ein peruanisches, das ich persönlich lässig gefunden habe. Und so habe ich ihn einfach einmal angeschrieben. Wir haben dann tatsächlich angefangen zu skypen und haben dann regelmässig uns über Ideen austauscht, bis ich dann wirklich gemerkt habe, okay, er will Teil davon sein. Ich habe das gespürt und er hat mir auch extrem geholfen, noch ein bisschen den kreativen Bereich fertig zu denken. Und hat dann das ganze Produkt eigentlich auf ein Niveau gebracht, das ich so nicht gedacht habe, dass es wird erreichen. Fue una decisión, bueno, es como toda decisión, son difíciles las decisiones, el cambiar de país, especialmente. Yo soy peruano, pero bueno, ya estaba en ese momento ya viviendo en Europa muchos años. Pero como digo, fue una conexión directa, instantánea, y creo que pudo... No lo dudé mucho en realidad. No fue mucho. Es hat immer wieder mal Situationen gegeben, während der Location-Suche, wo ich einen Termin abgemacht habe mit den damaligen Eigentümern und dann reingekommen bin, wollte eine Tour starten und dann hat es dann geheissen, so warten wir noch auf den Chef, oder ich gefragt worden bin, wann kommt denn der Chef, dass wir loslegen können. Und ja, das ist einerseits vielleicht frustrierend gewesen, andererseits aber auch motivierend. Pisco ist natürlich ein essentieller Bestandteil von unserem Konzept, aber auch von der peruanischen Küche. Der Pisco Sour, der klassische, besteht aus Pisco. Pisco ist ein Schnaps aus Weintrauben, den wir machen in Peru machen. Ist das Nationalspirituose. Zum Pisco kommt noch Limettensaft dazu. Eiweiß macht das Ganze ein bisschen schäumig. Zucker, Sirup und Angostura oben drauf als Cocktailgewürz. Und ist schön zu sehen, also wir haben zum Teil auch Leute, die kommen, einfach nur für Cocktails, sei es ein klassischer Pisco Sour oder sei es eines der vielen Kreationen, die unsere Barkeeper machen, die auch saisonal wechseln. Und das ist natürlich cool, vor allem auch im Sommer, wo wir einen grossen Lounge-Bereich draussen haben, wo die Leute einfach kommen können, Bananenchips essen, Pisco schlürfen und eine lustige Zeit haben, auch wenn es vielleicht mal nicht für eine ganze Nacht ist. Und das ist unlässig. Das tut natürlich auch zur Stimmung beitragen, macht das Ganze lebhaft. Das Restaurant war noch im Umbau, die Küche ist noch nicht gestanden, als das Küchenteam das erste Mal drinnen gestanden ist. Und dort haben sie dann schon ein bisschen Bange auch gehabt, denke ich.
wo die drei dann da gestanden sind vor der Öffnung, habe ich dann gemerkt, hey, das muss funktionieren, weil das sind Menschen dahinter, die doch so viel opfern, blöd gesagt, für deinen Traum und dir da blind vertrauen. Also muss das gefälligst gut kommen. La verdad, yo lo veo como un ambiente de familia. Y me da mucho gusto que Cristina y José me hayan aceptado aquí. Y espero que se mantenga esa sensación de hermanos o familia. Para mí es familia, porque nos conocemos poco. Todos los días un poco nos conocemos. Todos los días descubrimos algo nuevo de cada uno. Entonces nos conocemos cada día un poco más. Ceviche hat einen höheren Stellenwert in Peru, vor allem in den städtlichen Regionen, in Lima. Ceviche isst jeder zum Mittag, es ist ein typisches Mittagsgericht. Es ist auch ein bisschen aus dem entstanden, dass man früher halt den Tagesfisch gebraucht hat, direkt mit Limettensaft mariniert hat und gegessen hat. Bueno, vamos a empezar a preparar la receta del ceviche de atún. Para nosotros como restaurante peruano es algo muy especial el ceviche, porque desde hace unos años se hablaba del ceviche como un plato tradicional de Perú. Simplemente es lo más importante, es tener un pescado fresco. Pues en este caso lo que haríamos es, vamos a utilizar tuna, calidad sashimi. Vamos a utilizar pepino fresco. Bueno, entonces ahora lo que necesitaremos es con hojas de cilantro fresco para preparar la leche de tigre que vamos a utilizar, la salsa para nuestro ceviche. Lo que sí es realmente importante es que cuando hagamos un ceviche, cuando utilicemos la lima para obtener el zumo, es no presionarla hasta el final y simplemente hacerla delicadamente. Bueno, para preparar la salsa, basta de rocoto o de otro chile que puedan conseguir. Vamos a usar aceite de oliva. Utilizaríamos también soja que podemos encontrar en el supermercado, zumo de limón y pasta de wasabi. Vamos a utilizar la Thermomix para poder obtener la textura necesaria. Y esta sería nuestra leche de tigre. Ahora lo que necesitaríamos son unos cubos de pepino, unas hojas de coriander y cilantro. Utilizaríamos láminas y finalmente nuestros fideos de arroz fritos. Y este sería nuestro ceviche de atún. Wir sehen uns als Botschafter von der peruanischen Küche jetzt da in Zürich. Sicher einerseits, wenn wir die ganz traditionellen Sachen näher bringen, aber gleichzeitig sehen wir uns auch als Botschafter von den einzelnen Zutaten wie gelbe Chili, wilder Koriander, wo unser Serviceteam jedes Mal, wenn sie einen Teller an den Tisch bringen, dann auch wirklich erklären, die gelbe Chili ist fruchtiger als die rote Chili, die wir hier kennen. Und so versuchen wir die Leute aufzuklären über die ganzen verschiedenen Produkte. Die Gäste, die wir im Restaurant haben, sind recht durchmischt. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Jung, alt, Peruaner, nicht Peruaner, Touristen, Leute, die schon ewig in der Schweiz leben und so weiter. Das macht das Ganze lebendig. Das macht dann auch mal ein bisschen die Vielseitigkeit aus, die man dann nicht nur auf dem Teller findet, sondern auch wenn man rumschaut. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist einerseits Geduld haben, positiv bleiben und auf die Leute vertrauen, die du um dich herum hast. Weil, wie jetzt vor allem in diesem Projekt, hat jeder eine wichtige Rolle gespielt. Jeder hat seine eigenen Stärken. Die muss man einbeziehen und sich auch eingestehen, dass man nicht alles selber machen kann und nicht alles weiss, sondern da vertrauen muss um die links und rechts, die einem stemmen.
Mit Barranco ist jetzt noch nicht das Ende geschrieben von diesem Projekt. Ich hoffe, es ist erst der Anfang. Wir haben viele Ideen, wir haben immer noch viel Energie, trotz dieser intensiven Zeit jetzt seit der Eröffnung. Wir haben alle Lust, noch mehr zu machen und noch viel mehr Facetten von der peruanischen Küche dem Zürcher oder Schweizer Klientel können näher bringen. Was sind das so für Ideen? Das Geheimnis.